Ja, hallo ihr Lieben, wieder einmal zu einer neuen Folge von Wissen macht frei. Ja, ich wurde natürlich auch gefragt, ob ich mal ein paar Tipps geben kann, wie man so mit dem Wissen, was ihr jetzt habt durch diese ganzen vorigen Videos, wie man das dann so einsetzt in seinem Alltagsleben. Nun, dann möchte ich eins vorneweg euch mal so als Beispiel bringen, wie ihr was erkennen könnt, zum Beispiel. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, ich nehme mal das Beispiel oder diese Wörter Querdenker oder Aluhutträger oder geisteskrank oder Reichsbürger oder. Das ist allumfassend gerade. Denn es geht um diese Begrifflichkeit. Es geht um diese Definierung von allem. Und das ist schon in unserer Gesellschaft sowas von normal, in Anführungsstriche, dass uns das überhaupt nicht mehr bewusst wird, dass uns das wirklich nicht mehr tangiert oder persönlich auffällt. Moment mal, wie äußert denn sich der andere gerade da so? Oder was lässt er von deinem Stapel los? Weil er selbst nur etwas Übernommenes hat. So, bleiben wir mal bei dem Begriff Querdenker. Und in Wahrheit, zu allem, was da gesagt wird, Geisteskranke, Reichsbürger oder, ja, geht es um eine ganz große Definierung und dahinter steckt im Prinzip, ja, man könnte wirklich so sagen, es ist die Souveränität eines jeden. Wenn er souverän wäre, wenn du jetzt da draußen zum Beispiel komplett souverän wärst, was wäre denn deiner Meinung nach, also wir wissen ja alle aus der Vorgeschichte, dass es nur einen Staat gibt, in dem Moment, wo der Mensch geboren wird, und der nur eine Person verwaltet, die er nicht ist. Es ist interessant, das zu sehen und zu wissen. Und durch diese Person, die da kreiert worden ist, ist erstmal auch ein Staat entstanden. Und warum sage ich das? Warum habe ich das schon mal vorher gesagt? Und wieso wiederhole ich das Ganze? Ja, das hat seinen Grund. Weil die Jüngeren unter euch haben das vielleicht noch nicht so viel und so oft gehört. Doch die ältere Generation, meine Generation, vielleicht noch ein bisschen danach, aber auf jeden Fall vorne dran, die haben von sämtlichen Politikern, von den Führungskräften und von allen anderen, von dem kleinen Fußvolk hinten dran sowieso, haben wir alle immer wieder gehört, ja, wir dürfen ja unsere Vergangenheit nicht vergessen. Du siehst, was da gemacht wird. Ich habe gesagt, achtet auf eure Psyche. Und genauso ist es mit dem Querdenken. Ja? Das heißt nichts anderes wie souverän. Wenn ihr nämlich auf einmal querdenken würdet und nicht mehr das macht und dem folgt, was da vorne gesagt wird, dann seid ihr auf einmal sowas von souverän, dann kommt ihr wieder in euer wahres Menschsein hinein und vor allen Dingen, ihr seid nicht mehr manipulier- und steuerbar. Und ich möchte euch noch eins mitgeben. Ich bin der Meinung, dass viele bei dem Ganzen, was da draußen im Moment erzeugt wird, zum einen, zum anderen, eine gute Absicht als Mensch haben, weil
Sie möchten sich nicht mehr unbedingt unterordnen oder sie gehen jetzt mal auf die Straße. Sie sind geistig noch nicht so weit, dass sie sich geistig damit verbinden können, mit etwas Höherem und das in ein Feld eingeben. Doch, sie stehen jetzt erstmal auf und sie sagen erstmal halt, stopp. Und ich bleibe jetzt mal bewusst bei der Führungsspitze der Querdenker. Da gibt es ein Sprichwort, der Fisch stinkt immer am Kopfe. Ja, das ist wirklich so. Das ist hier in dieser sogenannten Verwaltungsorganisation nichts anderes. Wenn euch bewusst wird, wirklich bewusst wird, und jetzt sind wir an einem springenden und ganz interessanten Punkt. Wenn wir nur die Scheuklappen so haben, nur so gucken können, wirklich nur gucken können, dann können wir das andere, was hinten dran oder weit um uns herum befindet, können wir nicht wahrnehmen, weil wir die Scheuklappen so haben. Und durch was kommt das, dass wir die Scheuklappen so haben? Mir ist das ganz klar bewusst geworden bei 9/11. Ja? Das war so, dass dann zu Hause der Fernseher irgendwie permanent lief. Und wie ich dann nach Hause kam, ja, dann wurde auf zig Kanälen rumgeschaltet und immer wieder war auf einmal der Einsturz der zwei Türme zu sehen. Das dritte Hochhaus von 178 Meter so etwa rum war gar nicht irgendwie erwähnt worden, dass es ja auch irgendwie eingestürzt ist innerhalb kürzester Zeit. Das Interessante dabei war lediglich, dass irgendwann meine Tochter ankam und hat gesagt, ich habe Angst, ich möchte nicht fliegen. Ja? Also da war schon etwas, bei der Tochter war schon in ihr energetisches Feld eingespielt worden. Und heute ist es mir bewusst, viele, viele, viele Menschen da draußen sind einfach hypnotisiert worden. Die stehen alle in der Hypnose. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung für dich, wenn du da draußen jetzt Freunde, Bekannte, auch Fremde, irgendwelche Menschen siehst, die dann ganz konfus handeln, die sich im Moment alles, was da draußen gesagt wird, annehmen und sich dem unterwerfen oder hingeben oder das eins zu eins übernehmen. Und das hängt damit zusammen, dass die in der Hypnose sind. Da gibt es ganz viele davon. Natürlich haben manche Angst vor der Strafe und das ist genau die Krux dabei. Ich möchte dich dazu bringen, zu überlegen und mal reinzufühlen. Fühl mal in deinen Körper hinein, jetzt gerade, wo du das siehst, ob du jetzt in dem Moment Angst hast, ob dir irgendetwas fehlt. Stell dir vor, du würdest keine Nachrichten schauen, du würdest kein Fernsehen gucken, du würdest keinen Politiker kennen oder hören, ja? Du würdest keine Zeitung lesen. Und ich würde das alles nicht tangieren. Ja? Und ich würde das alles nicht ansprechen, was gerade so draußen ist. Hättest du wirklich dort in dem Moment jetzt, wo du mir gegenüber sitzt, hättest du da jetzt im Moment Angst? Ich lasse das bewusst wirken. Es soll ja bei dir ankommen. Du sollst dir dessen bewusst werden, dass sehr wahrscheinlich du jetzt in deinem Raum, den du dir kreiert hast, wo im Moment vielleicht du keine Nachrichten vorgeschaut hast und du keine Zeitung gelesen hast, auch keine Nachrichten gehört hast,
Das ist übrigens, das Radio ist ganz, ganz schlimm. Das wurde zur Propaganda damals einfach ganz schnell ins Leben gerufen, dass alle ihre Propagandamedien darüber verteilen können. Weil es ist nur ein Radio und da siehst du überhaupt nichts, aber du nimmst es auf. Dein Gehirn nimmt es auf, dein Verstand kriegt Informationen, somit geht das in deine Psyche hinein. Und was funktioniert da? Die Hypnose. Da sind ganz, ganz viele Menschen da drin anfällig davon. Und jetzt gibt es natürlich so welche, die sind nicht unbedingt leicht hypnotisierbar wie andere, doch denen bereitet es so ein Magenweh, ja, denen wird auf einmal der Druck von außen so groß und die tun dann etwas. Marschieren so ein bisschen mit den Hypnotisierten auf einmal mit und sind da drin. Auch wenn sie ein ganz anderes Denken haben, auch wenn was ganz anderes in ihnen im Prinzip hier drin ist, doch die Angst, die sie im Moment erfasst hat, hat sie dazu getrieben, mit den Hypnotisierten mitzugehen. Du könntest jetzt fast sagen, die gehen da draußen rum wie Zombies. Die hypnotisiert sind. Nur du siehst es nicht sofort, so direkt. Aber es ist so. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, Art von Menschen, die gegen die Hypnose, tja, man könnte sagen, resistent sind oder nicht beeinflussbar sind. Ja, das ist die dritte Kategorie. Da wird alles Mögliche getan, doch die sind nicht empfänglich dafür. Und wenn du jetzt weißt aus meinen vorigen Videos, schau sie dir bitte nochmal an, welche Gesetzeslage wir im Moment jetzt hier haben bei uns. Ich springe immer so ein bisschen hin und her und ich kann immer nur wiederum auf die alten Videos verweisen, weil es ist Folgendes. Dadurch, dass die Psyche bei uns angegriffen wurde oder, sage ich mal, bearbeitet wurde, liegt es jetzt an uns, genauso diese Überschreibung zu machen. Wenn ich jetzt zu dir sage, du bist keine Person, du bist Mensch und du verwaltest nur eine Person, und dann sage ich dir, dass du bist Mensch und du verwaltest nur eine Person. Die Person selber hat mit dir nichts, aber auch rein gar nichts zu tun. Das darf dir bewusst werden, dass du Mensch bist. Hallo Mensch! Ja, das ist ganz wichtig. Ich begrüße alle Menschen da draußen und es ist schön, euch zu begrüßen. Und es ist, je mehr du das hörst, dass du Mensch bist, du bist Mensch, du bist Mensch. Übernimmst du das in deine Sprache, du achtest mehr drauf, wer jetzt Person sagt. Da gibt es viele, die sagen dann draußen, ja, wie viele Personen kommen denn heute Abend? Nein, es kommen keine Personen. Das ist totes Gebilde hier. So eine Fernbedienung ist eine Sache. Das ist wie eine Person, ja? Oder hier diese Tasse gefüllt mit Kaffee ist nur eine Sache. Das ist wie eine Person. Hallo Person, schön. Ja? Person, Persona, Maske, nur eine Sache. Und ja, wir alle, auch ich inbegriffen, habe einfach dazu gesagt, Gesetze interessieren mich nicht. Und dadurch, dass wir das alle gar gesagt haben, gab es eine Handvoll, die haben gesagt, ey, geil, ja. Wir machen Jura, wir interessieren uns für Gesetze, wir sind dann derjenige, der das zu bestimmen und zu entscheiden hat, was hier läuft. Und die sind unser Untertan. Das heißt also, die interessieren sich nicht für Gesetze, haben auch keine Ahnung, weil wir ja Jura machen, eine Sprache, die draußen nicht so verständlich ist. Nein, die soll ja auch täuschen. Das habe ich auch gesagt. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wie ich gesagt habe in dem anderen Video,
Grundlage, die Basic, ja. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Ich bin vor dem Gesetz. Ich stehe dem Gesetz gegenüber. Ich wiederhole das und wiederhole das, weil es einfach ratter machen darf bei dir. Du stehst außerhalb des Gesetzes als Mensch. Dafür gibt es die Menschenrechte, die stehen ganz oben. Es gibt keine Menschengesetze. Sag mir bitte mal ein Gesetz, was für den Mensch wäre. Es gibt keine Gesetze für den Mensch. Dafür verstehst du ja auch die jetzt oder kapierst du ja vielleicht auch die Verzwickung und dieses Schizophrene, was hier aufgebaut worden ist. Das ist immer wieder interessant, wenn dir das nur ein bisschen klarer wird mit jedem Video. Es ist ganz wichtig, das aufzunehmen, ja, und dann zu sagen, ach ja, jetzt ist der Groschen weiter runtergefallen, jetzt habe ich das integriert. Das ist wichtig für dich, ja, dass du dann sagst, okay, wieder einen Schritt weiter. Das ging mir bei dem Film Matrix, ging mir das genauso. Das zeigt ja alles, was hier läuft, ne? Die Agenten, ne? Das sind die da draußen in Blauhelme, das sind die, die Jura machen und so weiter und so fort. Das sind alles Agenten draußen, ja? Alle Politiker sind Agenten. Das muss dir nur klar werden in dem Film, was die Symbolik dahinter ist. Ja. Und ich habe gesagt, Querdenker. Der Fisch stinkt am Kopf. Und was habe ich noch gesagt? Die Gesetzeslage, was hier ist, das nur Handelsrecht ist, ja? Und dennoch alle Rechtsanwälte, alle Richter haben einen Eid geleistet und dem sind sie verpflichtet auf das Grundgesetz womöglich, ja? So, und sie haben einen, man könnte jetzt sagen, so einen Ehrenkodex abgelegt, dass es nicht gegen sie selbst geht, sondern immer nur gegen draußen, die Menschen da draußen, die ja nach wie vor alle unwissend sind, weil die beschäftigen sich ja damit nicht. So. Und jetzt wissen wir auch, dass hier bei uns ja ein Staatsfragment ist, also eine Staatssimulation und keine wirkliche Rechtssicherheit da ist in dem, was hier gespielt wird, auf der Ebene des Handelsrechts. Das heißt, ein Handel machen. Okay, pass auf, du willst mein Auto haben, du kannst es gerne bekommen, wenn du mir so und so viel gibst. Und dann sagst du, nö, das ist mir zu teuer, mit dir mache ich kein Handeln. Ja? Sag ich, ja, weil ich erkannt habe, du willst etwas einfach von mir und es hat seinen Preis. Aber du nicht bereit bist, den Preis zu zahlen. Also sagst du zu dem Handel nein. Und so ist es mit allem, was bei uns hineinkommt. Es ist nur ein Handel, ein Angebot. Und der Kopf, der Fisch von den Querdenkern, wie aus dem Nichts heraus, ja, hat man auf einmal einen jungen Rechtsanwalt da vorne rumhüpfen gesehen und der geht zu der Regierung, der macht, ja, er holt sich einen Erlass für die Demonstration, ja, dass die genehmigt wird. Verstehst du den Irrsinn? Es ist ein Handelsrecht hier bei uns, aber er spielt mit. Er spielt mit bei den ganzen Querdenkern, die denken, oh toll, da vorne ist einer, der legt sich voll ins Zeug. Der hat vielleicht von vielen Querdenkern noch privat großen Anlauf und zockt die ab ohne Ende. Ja? Weil du müsstest dir von dem Querdenker-Rechtsanwalt im Prinzip die ja, Legitimation mal zeigen lassen von dem Militärgericht, ob er überhaupt dazu benannt wurde, ja, dass er für das Militär, Gericht und für das Militär arbeiten darf, stellvertretend. Und wenn er dir das vorweisen kann, auch so ein junger Rechtsanwalt, der den Eid auf die Schäfgesetze
gemacht hat, dann kannst du sagen, okay, wunderbar, das ist schön, dass du da vorne das übernimmst, weil das ist zum höchsten Wohle aller. Ja? Also dann ist er oder wäre er dann richtig im Sinne von den alliierten Gesetzen unterwegs. Doch wenn es nur ein Handel ist, alles im Handelsrecht unterwegs ist, muss ich nicht bei einer sogenannten Regierung in dieser Verwaltung hier anklopfen und zu bitten, bitte lasst hier die Demonstration genehmigen. Ja? Oder schaut, dass wir dort die Versammlung auch genehmigt bekommen. Leute, es geht um Eigenverantwortung. Und das ist schön draußen gerade zu sehen, denn die Menschen, das ist ja das, was Carlo Schmidt gesagt hat. Schaut es euch an, hört es euch an von Carlo Schmidt, was er gesagt hat. Sie können als stellvertretende Politiker hier in diesem Staatsfragment nichts ausrichten, weil sie nichts in der Hand haben. Es geht alles vom Volke aus. Und das Volk erkennt es jetzt langsam und geht auf die Straßen. Wunderbar, überall. Im Osten, clever, dort sind sie ein bisschen früher aufgewacht, ja, in Sachsen und so weiter und so fort. Da geht man schon länger auf die Straßen. Und das kommt so langsam, schwappt so über, auch in den Westen, nachdem sie sehen, dass jetzt mittlerweile weltweit die Menschen auf die Straßen gehen, haben sie jetzt endlich mal ein bisschen den Mut gefasst, die zumindest noch nicht hypnotisiert sind, ja, und die anderen, die dann sagen, ja, da ist was dran, die gehen dann auf einmal mit dieser Masse mit, weil diese Masse jetzt sichtbar ist. Ja? Und dann entwickelt sich bei denen in der Psyche auch etwas anderes wieder. Alles, liebe Menschen da draußen, wird von der Gegenseite erzeugt. Auch so ein Rechtsanwaltgehilfe, der da draußen rumflippt wie blöd, ja? Der Tag und Nacht anscheinend unterwegs ist, Gespräche hinter verschlossenen Türen macht, ja? Lässt sich das gut bezahlen, dass er diese Herde ins Nevada führt. Ja? Das muss euch einfach klar werden. Da vorne hat kein Anwalt zu stehen, der in dem System noch drin ist, sondern ein Anwalt der für die Militärregierung. Und dann soll er euch den Wisch bitte zeigen, dass er auch wirklich berechtigt ist, dies zu tun. Und wenn er dann kommt, braucht er zu keiner Regierung zu gehen, weil das ist Gesetz. Und dann schickt er ganz klar alle anderen, die noch Söldner spielen in dieser Verwaltung, schickt er zur Seite. Und wenn die nicht parieren würden, dann würde er es die Militärregierung direkt anrufen und würde sagen, schickt mir die MP vorbei. Und die würden schon die Menschen in Blau, wo da Polizei draufsteht, würden die schon zur Seite schicken. Weil die haben dann nichts zu sagen. Und solange der Anwalt das Spiel noch spielt und das nicht erkannt wird, ist das so. Denn deswegen geht es nicht um Querdenken, sondern souverän handeln. Das ist so, was unterschwellig alle Politiker schon gemacht haben. Das eigene Volk hier klein gehalten haben. Alle gar. Alle Politiker, ob Rang hoch oder nur die Hand aufhaltend für ihre Diäten, sie sind alle mit dabei. Alle gar. Deswegen geht es nicht hier um quer zu denken, sondern souverän zu handeln. Mit der Gesetzeslage ist es klar vorgegeben. Und ihr seht draußen, die
Die Menschen werden mutig, sie gehen einfach auf die Straße und nennen das jetzt Spaziergang. Selbst wenn sie ein Schild hochhalten würden, wäre das voll legitim, weil als Mensch darfst du alles tun, nur einen anderen Menschen nicht verletzen. Doch bei denen in den Köpfen ist es noch so, du würdest gegen ein Gesetz verstoßen, weil eine Demonstration nicht genehmigt wird, wenn du dich als Person ausgeben würdest. Und dagegen kann auch nur eine Person verletzen, aber niemals ein Mensch. Ja. Wie wendet man das Ganze, was ich vorher immer wieder versuche zu vermitteln, in der Praxis an? Ich wurde sehr oft gefragt und angeschrieben, Rainer, deine Videos sind ja ganz toll und sehr aufklärend. Wie gehe ich damit in der Praxis um? Also ich sage euch Folgendes. In erster Linie geht es darum, das Wissen, was ich vermittle, erstmal voll und ganz zu integrieren. Du kannst nur damit spielen und damit umgehen, wenn du, es geht um souverän handeln, wenn du souverän bist in deiner Wirkung. Nehmen wir an, da ist gerade eine Straßenkontrolle und du kommst jetzt angefahren. So, wie verhältst du dich jetzt? Jetzt bist du höflich und dein Gegenüber im Blau hält die Kelle raus, hält dich an. Als erstes fühlst du dich ja mal genötigt, weil du weißt jetzt mit dem Wissen umzugehen. Okay, bist ja trotzdem höflich, machst ein bisschen die Scheibe runter und fragst, ist Gefahr im Verzug? Und er sagt, nein, allgemeine Verkehrskontrolle. Und dann sagst du ganz einfach, oder du stellst Fragen, du weißt ja nicht so viel, oder du willst ja wissen, wo er steht. Ja? Ich gehe immer davon aus, dass der, der mir gegenübersteht, unwissend ist, dass der auch in der Hypnose drin ist, dass der nichts weiß von dem, was wirklich um ihn herum geschieht. Und dann frage ich dann halt, allgemeine Verkehrskontrolle. Gut, gilt das für Menschen oder für Personen? Laut ihrer Satzung, ihres Statutes von der Polizei. Was steht denn da drin? Ja, es gilt für alle. Nein, sage ich, das kann nicht sein. Ja? Ist das wirklich so? Ja, sagt er, natürlich. Dann forderst du, dass er es belegen soll. Er soll dir belegen, du bist jetzt als Mensch unterwegs, ja, wo das steht, dass du als Mensch da jetzt dran teilnehmen musst. Er soll dir das nur belegen und dann bleibst du in deinem Auto sitzen, machst vorher das Auto zu und dann ist gut. Du steigst niemals aus. Ja, das ist zum Beispiel sowas. Ja, aber dazu gehört auch ziemlich viel Mut. Ja, dazu gehört Mut. Und es wird uns geschickt, dieses Wissen, was wir jetzt haben, auch in der Praxis umzusetzen. Sobald du etwas Neues in dir drin hast, bekommst du ganz bewusst von oben eine Situation, wo du das Wissen anwenden darfst jetzt. Und bist du schon stabil? Bist du mutig genug, das zu tun? Du kannst auch anders anfangen. Du kannst zum Beispiel anfangen mit dem Schreiben, was kommt. Habe ich ja gesagt, das ist alles für die juristische Person. Das könntest du in einen Umschlag machen. Dann holst du eine 2-Cent-Briefmarke. Die gibt es überall bei jedem Postamt vorne dran. Kannst du 2-Cent-Briefmarken ziehen. Machst bitte um dein Rückschreiben, um die Postleitzahl eine eckige Klammer. Eine eckige Klammer, so mache ich das immer. Und habe das früher so gemacht, wenn ich die Briefe so zurückgeschrieben habe. Heute kommen keine Briefe mehr an bei mir. Ja, und schicke das alles ordnungsgemäß zurück nach dem Handelsgesetzbuch, weil diese Person ist hier nicht anzutreffen. Und werf das dann ein. 2 Cent ist es mir wert, das zurückzuschicken. Ich brauche nicht den aktuellen Wert, was die Verwaltung hier möchte, sondern 2 Cent ist der offizielle Wert
nach wie vor hat noch gültiges Recht hier bei uns und muss transportiert werden. Auch wenn denen das stinkt. Es ist einfach so. Sie müssen die alte Gesetzeslage vom Deutschen Reich übernehmen, die noch vorhanden ist. Ja? Probier dich einfach aus. Und dann wende es so nach und nach für dich an. Ja? Das kannst du alles tun und machen. Ich habe zum Beispiel mir auch noch für meine Person nochmal eine Fahrerlaubnis, heißt es ja heute, ausstellen lassen, in der ich auch dort unterschrieben hatte, I.A. Also im Auftrag, Familienname, Vorname. Und das müssen Sie hier anerkennen, weil das ja ein sogenannter EU-Führerschein ist. Ja? Also auch dir dessen alles nochmal bewusst zu werden, wenn du so einen alten Führerschein hast, noch so ein Original, sagst du einfach, der ist verloren gegangen und du möchtest jetzt einen neuen haben und dann unterschreibst du mit im Auftrag. Komplett in Ordnung. Und das müssen sie anerkennen. Ist einfach so. Ich habe es auch so gemacht. Ist in Ordnung. Ist ganz legitim. Und damit zeigst du, dass du nur die Person verwaltest und du nimmst nichts anderes mehr mit, als wie nur den Führerschein. Weil wenn du als Mensch unterwegs bist, brauchst du auch noch nicht mal einen Führerschein, ist dir klar. Ja? Weil das gilt nur für die Person. Aber das ist ja der Trick dabei. Mit dem Führerschein zeigst du ja, dass du nicht die Person bist, sondern nur im Auftrag für die Person unterschrieben hast. Ja? So wie es jeder Richter macht, macht er ja auch nicht mehr, der unterschreibt ja gar nicht mehr, sondern meistens eine Justizbeamtin. Die unterschreiben alle mit im Auftrag. Und warum wohl? Weil im Handelsgesetz oder im Staatsrecht, im Völkerrecht auch die ganze Zeit bis 1990 in der Bundesrepublik ging es stets um die Haftung. Und es geht im Handelsrecht hier heute immer noch. Also wer übernimmt die Haftung? Und aktuell bei dem, was da draußen ist, mit dem angeblich so tödlichen Virus, sieht es so aus, dass die Verantwortlichen, wo gesagt haben, egal was, schickt uns doch irgendeinen Impfstoff, ja, und wir befreien euch davon für irgendwelche Spätfolgen, ja, die das Ganze hergestellt haben. Egal was sie verursacht, komm, wir brauchen jetzt irgendwas, ne? Und ihr seid befreit davon, wenn ihr uns das liefert, was wir wollen. Und die schlauen Leute da oben haben sich selber davon befreit, weil sie das in Auftrag gegeben haben und weil sie das zugelassen haben, obwohl es keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Und sie haben sogar noch was Tolles gemacht. Sie haben selbst die Ärzte befreit davon. Ja, wenn sie das Zeug, wenn sie den kleinen Pieks machen, muss ich mal überlegen, wie manches so Wichtiges mittlerweile so verharmlost wird. Es ist nur ein kleiner Pieks. Oh Gott, ja, die Armen bringen ja nur einen Pieks. Das sind wie bei den Schweinen, die kriegen nur einen Pieks. Oder bei den Rindern, die kriegen nur einen Pieks. Ne? Ja, da wird denn irgendwas reingespritzt. Also du siehst es ganz offensichtlich, was hier gespielt wird. Ja? Und auch die Ärzte sind befreit worden davon, also auch keine Haftung. Sie übernehmen keine Haftung, weil du musstest ja, oder andere, die es gemacht haben, die mussten ja da so ein Wisch unterschreiben, ja, dass sie in der Eigenverantwortung selbst dafür haften. Ja? Und dann kann es sogar sein, dass manch einer keine Lebensversicherung ausgezahlt bekommt, weil er hat den Wisch ja selber unterschrieben, ja, hat es ja bestätigt, dass er haftet. Ne? Also auch kein Versicherungsträger haftet dann dafür, wenn er stirbt an so einem kleinen Pieks, der sich dann Monate oder später, Jahre später zeigt, erstmal zur Wirkung kommt. Und ganz viele haben vielleicht in ihrem Freundeskreis jetzt mehr und mehr Bekannte,
die auf einmal irgendwelche Symptome haben von einer Impfung. Wir haben ganz wenig in ihrem Umfeld vielleicht gehabt, die wirklich von Corona befallen waren. Merkt ihr auch da den Unterschied? Also mir ging es zumindest so. Ich habe keinerlei im Bekanntenkreis gehabt, der irgendwie an Corona was hatte. Doch mittlerweile sagen viele im Bekanntenkreis, ah ja, der ist geimpft worden, ja, und der hat auf einmal jetzt das Symptom oder ist gestorben. Also, sich dessen klar werden, was im Moment wirklich den Tod herbeigebracht hat. Ja, auch da mal ein Umdenken. Ich sage, und das ist meine persönliche Meinung, ich sage, es wird draußen alles erzeugt, dass es so aussehen soll, als ob. Und es steckt immer etwas anderes hinten dran. Ja? Jede Angstmacherei, jede Panikmacherei soll in unsere Psyche eindringen. Ja? Wie Querdenker, Aluhutträger und was weiß ich, was da draußen bezeichnet. Also. Ja, also es ist ja, warum die Menschen sich selbst bekriegen, der ist geimpft, der ist nicht geimpft, oh, lass das ganze Thema sein, der wählt die Politik, der wählt die Politik, der ist religiös so unterwegs, der ist so unterwegs, lass das bitte doch alles sein. Es wird doch alles nur geschürt, es wird doch alles nur erzeugt um uns herum. Auch die Panik- und Angstmacherei jetzt, dass vielleicht eine Impfpflicht kommt. Es fehlt die rechtliche Grundlage. Es fehlt alles an Rechtssicherheit, wenn du es so willst. Ja? Deswegen fehlt es auch an genehmigten Zulassungen für Demonstrationen, weil mir braucht doch keiner etwas genehmigen, wenn ich eine Meinung vertrete und dafür auf die Straße gehe. Ja? Das ist ja auch so interessant. Deswegen darf ich doch kundtun als Mensch, was ich auch in meinem Herzen trage, was ich fühle und spüre. Ich sage, Leute, ihr lieben Menschen da draußen, geht mir aus dem Kopf heraus. Geht mir in euer Herz wieder. Und verhöhnt keinen, ob der geimpft ist oder nicht geimpft ist. Ja? Und verurteilt keinen, warum er sich hat impfen lassen, obwohl noch alles sichtbar ist. Habt einfach Mitgefühl mit den Menschen. Habt wirklich großes Mitgefühl. Denn vielleicht ist es einer derjenigen, der einfach hypnotisiert ist und der diesen Blick hat. Ja? Der ist total hypnotisiert. Und wenn der stets Nachrichten schaut, Fernsehen guckt, Radio hört, da hörst du nichts anderes mehr. Es dauert noch ein bisschen, bis es jetzt umschwappt, dass immer mehr das andere sichtbar wird. Und wenn du dir bewusst wirst, dass du die ganze Zeit in einer modernen Sklaverei gelebt hast und dich das nur so angefühlt hat, als wärst du frei, so wird es jetzt sehr, sehr sichtbar, das Ganze. Und das war es vorher schon. 10 Jahre, 20 Jahre, schon 100 Jahre vorher war das schon so, dass die Sklaverei da war. Nur war sie da noch ziemlich, ziemlich verdeckt. Man könnte sagen, das war so unter dem Teppich alles gekehrt und sollte keiner mitbekommen. Und jetzt ist es so offensichtlich, dass es viele mitbekommen. Ich sage nicht alle und ich sage nicht jeder. Denn wer sich noch von der Angst einfangen lässt, der ist manipulierbar und steuerbar. Für den ist die Hypnose
ich könnte jetzt nicht sagen der Untergang, aber für den ist auch diese Hypnose eine Art Halt. Und die müssen alle nur wieder enthypnotisiert werden. Und dann ist es gut. Und die mit sich mitziehen lassen, die sind ganz schnell aus der Hypnose wieder draußen. Wenn sie dann auch so ein bisschen Gefühl haben, ja, ich stehe trotzdem zu mir, aber bei dem einen oder anderen bin ich leicht eingeknickt und ja, okay, doch sich nicht alles gefallen lassen, weil es gibt auch noch einen anderen in euch drin, der euch führen will. Und das ist Gott, der göttliche Funke in euch, und das ist Jesus Christus. Und wenn ihr, die ihr Zweifel habt, oder die, die sich ausprobieren möchten, Verbindung aufnehmen, hier in das Göttliche hinein, und Gott darum bitten, dass das für sie zum höchsten Wohle geklärt wird, dann nimmt sich Gott ihrer an und wird es erledigen für dich. Ja, das war schon immer so. Gottes Kinder, die müssen nur bitten und anklopfen. Oder Kinder zum Beispiel müssen sagen, Mama, hallo Papa, bitte helft mir. Ich weiß im Moment nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich brauche eure Hilfe. Bitte helft mir. Ich bin im Moment zerrissen in mir und ich brauche eure Hilfe. Und dann wird es Zeit, dass die Kinder endlich mal was einfordern. Und somit haben auch die Mama und der Papa eine Chance, endlich Mama und Papa zu sein. Und aus dem höchsten Gut, das, was ihnen Gott mitgegeben hat, daraus werden sie zum Wohle des Kindes handeln. Aber wenn die Mama nicht da ist oder wenn der Papa nicht da ist, ja, dann geht so ein Kind auf einmal mit zu den Querdenkern und findet das toll und findet das gut, dass da endlich so etwas passiert. Ist die Mama jedoch Mama und in ihrem vollen Bewusstsein, in ihrer vollen Kraft und der Papa genauso, und dann sagt er ganz klipp und klar, der Papa, halt dich da raus, geh da nicht hin, wir machen das geistig. Ja? Denn das ist die wahre Kraft, die göttliche Kraft, die Jesus-Christus-Energie, die sich hier im Moment auf diese Erde komplett breit macht und deswegen auch so die Menschen wieder in ihre Kraft kommen, die wirkt sich jetzt immer mehr und mehr aus. Und das heißt natürlich für so einen sogenannten Staat oder für eine Staatssimulation, was hier bei uns ist, wird es da vorne ziemlich rubbelig und unangenehm, wenn sie nicht zum Wohle der Menschen endlich handeln. Oh ja, auch die sind vielleicht hypnotisiert worden. Ja, noch was drauf, noch was drauf, noch was drauf, ja. Und müssen das sagen und müssen das verbreiten. Ja, sie sind käuflich. Und jeder wird für seine Tat vor dem jüngsten Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Denn die Nürnberger Protokolle sind nach wie vor aktiv und sind noch für uns Menschen alle da. In diesem Sinne hoffe ich, dass das wieder ein bisschen weiter runtergerutscht ist, auch mit nicht quer zu denken, sondern souverän zu handeln. Das ist wichtig. Für euch selbst. Und wenn ihr auch nicht handelt, sondern diese Videos verinnerlicht, ich kann euch wirklich sagen, auch dann gebt ihr schon mit eurem Gedankengut, dass ihr jetzt was anderes wisst, gebt ihr dieses in dieses morphogenetische Feld hinein. Denn ein Richter, der wird ja von der Politik hier bei uns als Richter benannt, kommt in
das sogenannte morphogenetische Feld des Richters hinein, was ja schon vorprogrammiert ist. Ja, man könnte wirklich sagen, das ist indoktriniert worden. Für den Rechtsanwalt ist das genauso sein Feld da. Auch für einen Lehrer, der ist in seinem morphogenetischen Feld als Lehrer unterwegs, ja, und soll das lehren, was andere ins Feld gegeben haben. Und dann ist es schwierig für jemanden, der ein anderes Denken hat und anders handeln will, in diesem großen Sumpf des morphogenetischen Feldes, was da schon eingegeben worden ist, da hat der einzelne Lehrer es schwer, etwas Neues hineinzugeben. Er kann es ja wohl für sich machen. Das heißt, seine Schüler, Schülerinnen, die bei ihm Unterricht haben, können dankbar sein. Er hat sich aus dem morphogenetischen Feld bewegt und hat sein eigenes Feld erschaffen. Wenn das jeder tun würde, wenn das jeder Polizist machen würde, alle aus diesem Gesamtfeld des morphogenetischen Feldes der Polizei austreten, das eigene Feld erschaffen. Wenn das jeder schon getan hätte, dann wäre der Spuk schon längst vorbei. Ja, und das darf dir jetzt sehr wahrscheinlich auch klar werden, wenn die sich alle in diesem strukturierten Feld aufhalten, egal wer es ist, egal welche Berufsgruppe, welcher Zweig, haben die zum Teil überhaupt keine andere Chance, da auszutreten. Ja? Das Handwerk ist allerdings ziemlich frei. Abgesehen mal von der Handwerksordnung oder von der IHK, Industrie- und Handelskammer, ja, die jetzt so gewisse Vorgaben hat, aber da ist ein größerer Spielraum da. Ja? Deswegen denken Handwerker oder aber freie Künstler ganz, ganz anders, weil die in ihrem Geiste, nenne ich es jetzt mal, weniger in der Psyche gefangen, sondern mehr in ihrem Geiste frei sind. Deswegen sind das auch diese Freigeister. Ja? Alle anderen, die oftmals untergeordnet sind in einem Büro, in einer sogenannten Behörde unterwegs sind, sind in diesem morphogenetischen Feld der Vorgabe drin und die haben zum Teil kein eigenes Denken aus der Psyche heraus, sondern ordnen sich da ein, unter, sind angepasst, anstatt selbstdenkend und selbsthandelnd unterwegs zu sein. Das ist mir wichtig, dass ihr das in euer System vielleicht jetzt mal integrieren könnt, einnehmen könnt und sagt, ach, so funktioniert das Ganze, so läuft das Ganze. Ja, so kriegen wir das hier in unserem Feld, in unserem Aufstellungsfeld immer wieder und immer wieder gezeigt. Es ist ein ganz großes Feld des Gewissens. Und wenn du Eltern bist, wenn du Papa bist und Mama bist, dann bist du genauso in diesem Gewissensfeld der Eltern unterwegs, ja? Und willst ja angeblich was Gutes und du bist nicht wirklich in der Lage, aus dem Tunnelblick herauszugehen. Du fragst vielleicht noch deine Eltern, ey, wie ist denn das so und wie machen die das so? Und dann übernehme ich das, anstatt selbst handelnd unterwegs zu sein und selbst denkend unterwegs zu sein und so zu handeln und dann sagen, ah, okay, ich kann ja auch als Elternteil ganz anders handeln. Ich muss meine Kinder ja jetzt zur Zeit nicht in die Schule schicken mit der Maske auf und dann sagen, ja, ist ja alles gut, das machen ja alle anderen auch. Nein, ich sage meinen Kindern, nein, ihr geht nicht in die Schule. Ja? Wir wissen ja, Schulpflicht in einem Staatssimulator gibt es eh nicht. Ja? Es ist nur ein Handel. Das heißt also, es wird ein Geschäft vorgeschlagen. Du kannst dein Kind in die Schule schicken. Die unterrichten das Kind so, wie sie es wollen, für sich, dass das Kind nachher gut in der Gesellschaft für sie funktioniert. Du merkst jetzt langsam,
wie die Zahnräder ineinander greifen, wenn du auf einmal ein höheres Bewusstsein bekommst und dass das gar nicht so frei ist, wie es sein soll. Ja, selbst die Montessori, Kindergärten, Schulen etc. pp., ja, die Freien, haben eine sogenannte Vorgabe bekommen, was die Kinder dennoch vorzuweisen haben in dem Schuljahr und in dem Schuljahr, ne? Um das quasi zu bestehen, zu bewerten, ist ja auch wieder Quatsch, ja? Man tut ein Kind bewerten oder auch abwerten, ne? Weil es soll ja systemtreu sein. Und manche, die nicht so systemtreu sind, die in ihrer Welt sind, ich könnte jetzt heute sogar sagen, schön, dass sie es sind, ja, die haben weitaus schlechtere Noten, weil für die ist dieses System überhaupt nichts. Ja, und die sträuben sich mit Händen und Füßen, da rauszugehen. Tun auch nicht mehr, wie sie müssen, weil dieses ganze System nicht für kindgerecht, nicht für menschgerecht ist. Ja? Und so auch da in der Praxis mal zu überlegen, was tue ich meinen Kindern wirklich an? Bin ich bereit, sie einem Dritten zu geben, der gar nicht im Sinne der Kinder irgendwie was lehrt? Ja, sie sollen ja lesen, schreiben, rechnen und so weiter und so fort, alles können. Ja, und wenn ich so doch wirklich zurückdenke, war die frühere Menschen waren nicht dümmer gewesen. Ja? Sie waren nur anders unterwegs. Ja? Und sie waren nicht so abgerichtet, wie sie es heute sind. Ja? Das muss man auch ganz klar sagen. Doch es hat damals schon diese Energie mitgeschwungen, der Sklaverei. Nur durfte es nicht mehr offiziell sein mit Kettchen um, gebrandmarkt, was weiß ich was, ja, mit Ketten tragen oder. Das ist alles verboten worden. Und deswegen hat man das weitergeführt in einer anderen Form. Und wenn du dir dessen nur bewusst bist, du musst daran nicht festhalten, nur dein Verstand möchte ja Informationen haben. Und es geht nur darum, eben einmal diese Informationen zu bringen und dann, ach so ist das, so ist das, so ist das. Und dann eine Festigung in dir bekommen. Und dann bin ich der Meinung und Überzeugung, dann gibst du das mit deinem Geist in dieses morphogenetische Feld hinein, in welchem Feld du auch gerade unterwegs bist. Und dann passiert dort etwas. Und das passiert weltweit, global. Ja, wir sind jetzt gerade in einem ganz großen kollektiven Wandel und dafür haben wir uns alle ausgesprochen hier, um diesen Wandel auch zu vollziehen. Und so trägt jeder seinen Teil dazu bei, dass ein Wandel stattfindet. Und wenn er es nicht macht und sich trotzdem dafür ausgesprochen hat, ja, das jüngste Gericht wird es zeigen, egal für was er sich entschieden hat. Und somit sage ich heute in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Weiterteilen. Vielleicht habt ihr in eurem engeren Bekanntenkreis den ein oder anderen, dem das eine Hilfe sein kann, wieder ein Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein zu erreichen, darum geht es bei uns. Und könnt ihm das vielleicht empfehlen. Was er draus macht, ist seine Sache. Und so gibt es ganz, ganz viele, die da draußen unterwegs sind, auf ihre Art und Weise, einfach den Menschen, die in der Form Halt brauchen, auch diesen Halt zu geben. Und wer mich anschreiben möchte, kann das gerne tun unter der PN in Telegram und Rainer Uwe Wissen macht frei auf Telegram. Einfach zu finden, einfach zu abonnieren
Und so werdet ihr meine Videos sehen und auch interessante Videos, die ich für mich interessant halte, die auch im Moment gerade diese Lage zeigen, was draußen passiert, weil ich bin der Meinung, wir dürfen auch Positives berichten und nicht nur eine Viertelstunde negative Nachrichten zeigen, Tag für Tag, die Menschen in der Hypnose ganz weit nach unten ziehen, sondern es darf ruhig was Aufbauendes sein. In diesem Sinne, fühlt euch von mir wieder umreicht, gedrückt und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Genießt die Tage, die jetzt gerade vor uns stehen, die Tage, die noch kommen und alle Tage, an denen wir uns immer wieder bewusst werden dürfen, welch Kraftwerk wir sind, wenn wir uns der wahren Quelle wieder zuwenden, wo wir herkommen. Seid gegrüßt und schaut nach euch. Geht in den Wald, genießt die Natur, genießt euren Partner, eure Partnerin, habt Spaß mit den Kindern. Und dankt dafür, dass jetzt dieser Wandel komplett sichtbar wird, wo wir uns alle darin befinden. Ich danke euch.